Verlust. Ja, siehst du. Ja, gut, Abfahrt. Tschüss. Haube kommt wieder zu, braucht keine Sau. Check ist das. Thema ist erledigt. So, der kommt wahrscheinlich nicht mehr wieder, ne? Ja, ich weiß nicht, wenn ich eine Hand Kamera, andere. Hast du kein Stativ mehr, wa? Nee, braucht keine Sau. Das ist was für Schwule. Stativ. Stativ braucht hier keiner. So Mädels, Selbstmordkommando beginnt. Vatan! Oh. Leerlaufregel, das nervt, das geht gerne mal aus. Alter Schwede, da geht ab, das Ding, das glaubt ihr gar nicht. Und das Mini-Lenkrad, da geht eigentlich. Haben wir den Ladedruck? Noch nichts. Jetzt fahren wir mal auf die Gurkenprinzip-Teststrecke. Danach kommt mein Spezialstativ wieder in Einsatz. Abgastemperatur 600 Grad. Das ist schon ein Spielzeug. Also kannst sagen, was du willst. Das ist schon echt. Das ist ein Gerät für drei. Aber wir müssen nämlich erstmal diesen Camper da überholen. Vor allem Camper als Benziner. Kauft sich ein Bulli als Benziner. Das ist neue Abgaskrise. Das ist die Welt. Ist so. Ganz gemütlich. Das ist ein richtiges Rennerauto. 30 km/h. Ne, 1800 Drehungen, Gurkenprinzip à la Goki. Weißt du hier? Das ist mal ein Golf 3 V6 gefahren vor Ewigkeiten, ne? Aber der fährt sich 1:1 wie ein normaler V6, aber ab 3000 Umdrehungen, ne? Da ist einfach tot. Da kommt einfach nur was. Da fliegt der. Da geht der in Selbstmordmodus und meint hier, ich habe keinen Bock mehr zu leben und ich fick dich weg. So meint der das. So, jetzt überholen wir ihn gleich mal ganz gemütlich. Ist ja ein ganz normaler Golf. Das ist ja ein 1,4er oder so, was ist hier drin, ne? Offiziell, ne? Ne, der ist tatsächlich eingetragen, der Kram. Ah ne, der parkt sogar hier, noch besser. Da seht ihr mal. So, ich gehe im Spezialstativ, weil wir keine Kamera in der Hand halten. Ah, 3000 Umdrehungen. Kein Ladung da. Bisschen mehr? Ist er da. Automatisch. Seht ihr das? Er kommt.
lassen. Nicht mal annähernd. Mann, Mann, Mann. Wackengerät. Hier so, fünften Gang so. Wie jetzt? Kommt gar nichts. Das ist wie ein normales Auto. Sagen wir fast gar nicht. Krass. Ach, wieder im Dorfverkehr hier. Aber ich würde mal sagen, das Ding hat definitiv... Aber das ist die Obergurke des Jahres. Also das ist schon krass. Das ist schon ein Auto, ey. Der macht schon Spaß. Ist schon ein geiler Umbau. Definitiv. So, jetzt fahren wir zurück nach Rufen. Ganz gemütlich. Und dann gucken wir mal, ne, was der so erzählt. Alter, Alex, es gibt doch hier gar kein Gebiet, wo man drin nicht ausfahren kann, so ein Auto, ne? Überhaupt nicht. Guck mal, da erinnere ich mich so ein bisschen an meinen alten Golf 2. So ein bisschen sehr. Aber guck mal, läuft 4-1, ne? Also Vollgasfest ist er auch. Das ist gut. Also würde man sagen, die Motorrevision aller Rufen, die war definitiv ein voller Erfolg. Der Motor ist super da. Kannst sagen, was du willst. Ich meine, da kannst du ja schon aus Versehen reinlatschen. Da fliegt es ja schon hier wie im Flugzeug durch die Gegend. Der läuft gut, nur der Lärm ist noch ein bisschen zu leise, ne? Der Gastzug ist. Der Lärm? Ja, das geht, hast rein das Ding. Macht Spaß ohne Ende. Ja, oder? Mit dem Gastzug kommst du klar. Wenn du abends mal so ein bisschen gegendrosselst, das geht das. Du musst ihn nur mal festmachen, richtig. Da fehlt dieser Clip. Ja, ich. Schon ein Stück zurück, deswegen geht der auf. Hab ich schon gesehen, ne? Ziehen wir euch mal nachlaufen, den Kollegen. Alter Vater, ey. Schon mal krasser gefahren? Ne, ich selber noch nicht. Ne, der läuft gut. Der ist echt gut da. Ja, das ist richtig gut, ne? Also ich bin schon gerade hier in den Deichhörner gebraten und locker. Echt? Da war ich im dritten Gang. Scheiße nochmal. Nicht schlecht. Scheiße, ne? Aber der fährt sich ganz gut, weil auch mit der Vorderachse, Frontantrieb. Vielleicht treffen die oder nicht? Nee, ne? Zieh nicht rüber, gut, gar nichts. Alle sagen mal, Frontantrieb ist scheiße. Ja, ja, auch kommt gut. Ich finde gerade gut. Reifenbörder ist das Ding, das umgeht nicht mehr, ne? Scheiße, ja, gehört dazu. Du hast gesehen, Querlenker ist vorne eine Wurzellose. Ja, kannst vergessen. Aber wir halten ja noch, siehst du ja. Oha, was hat der? Das ist hier Lars, sein Kollege mit dem Wehrmachtkäfer. Hey, mit dem Brezelkäfer. Da ist alles Mögliche drüben. Sehr schön. Würde ich sagen, ne? Kommt gut. Ich würde sagen, kriegt TÜV. Oh, kann er verkaufen. Hat TÜV. Ja, hat TÜV. Wollte ich gerade sagen. Ah. So, wieder rein in der Bude damit. Gut ist das. Aber das ist die Gurke des Monats. Das ist die Gurke des Monats. Jo. Da wird auch der Video sein mit den meisten Klicks. Ja, glaube ich auch. Na, guck mal, was den kriegt. Kriegt er Übung? Ja. Ah, die klingt gut. Schleiß dich alle sein. Stimmt, Hanna? Der geht noch, ne? Ja. Siehste, geht er noch ein bisschen mehr? Ja. Siehste, Herr Ingenieurin hat es gesagt, er hält das doch aus. Und wir damit auffahren. Das siehst du auch aus. Nee, das lassen wir lieber mal. Dann sitzt deine Frisur nicht mehr. Nee, das ist ja nicht mehr. Ich glaube, er hat meine Mütze schon beim Beschleunigen gerade verloren. Ich muss jetzt mal einen Beifahrersitz schmeißen. Aber geiles Ding, ohne Scheiß. Das macht Spaß. Definitiv. Sehr schön. Ach nein. So da. So. 92er Baujahr. Was ist hier eingetragen? 2,8 Liter.
Yep. Wir haben eingetragen Tieferlegungsfedern. 60 mm. Sportluftfilterkit von K&N haben wir eingetragen. Hat er auch. Passt. Fortsetzung Beiblatt. Oha. Aber Schneeketten sind nicht mehr möglich. Das sind wir die U. Oh, wo kommt denn hier? Auspuff, Hartmann. Die Anlage, die ist ein Abgasturbolader Gerät. Hier. T3 ist er, ja. Ladedruck, Ladeluftkühler, Motortyp. Ne, passt. Zwei verschiedene Motordinger eingetragen und zwei Turbolader und Distanzscheiben und. Maximaler Ladedruck, 3 Bar. Ist auch drin. TÜV hat er auch noch bis Februar 2020. Ja, aber willst du mehr? Ne? Komplett. Ab dafür. Ist so. Auto ist absolut geil. Fährt sich gut. Vollgasfest, was willst du mehr? Haben wir, also wir haben jetzt. Also jeder in diesem Raum hat ihn einmal in die Fresse getreten. Ja. Und er läuft. Das ist gut. Was willst du mehr? Und immer nur Volllast, ne? Ja, immer nur. Immer rauf. Hält gut. Ne, deswegen. Der kann nicht mehr auseinanderradeln. Der läuft jetzt immer. Entweder hält oder hält nicht. Und wenn es nicht hält, dann hält er danach wieder. Dann ist er halt doof gelaufen. Dann muss er wieder flicken. Kommt da wieder so ein Boot. Das sind nicht mal 24 Stunden. Hier so ein Paddelboot-Flicken dran. Ja. Und ist er wieder gut. Lack. Dann ist er wieder. Dann hast auch keine Rissens in der Kopf mehr. Wir können den Motor ja in einen Einsatz schmeißen. Das wäre geil. Definitiv. Das war klar. Auch vom Leistungsdruck her wäre. Vom Leistungsgewicht wäre geiler. Aber tanken möchtest du nicht, ey. Ah, das ist mir egal. Ich hab genug Autos, die genug Sprit verbrauchen. So, dann würden wir das dann noch hinten rein. Au. Seht ihr? Projekt ist definitiv gelungen. Definitiv. Ne? Dafür, damit machen wir es noch offen, oder meinst du? Mal gucken. Vielleicht mal neue Stütze. Reifen sehen doch gut aus. Ja, die sind auch die haben noch Profil genug. Die können noch ein bisschen drehen. Die können noch ein bisschen Gummi verteilen. So wie gerade eben, ne? Aber original. Mädels, das war's. Er steht wieder hier rum zu oxidieren. Ne? Mal gucken, wie wir das anstellen. Wissen wir doch nicht. Wird sich die Tage mal ergeben. So, legt euch hin. Runter.